Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu A of the Beholder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben den König gerettet. Dafür haben wir diesen Zauberstab gekriegt, wer es auch immer der macht. Stab der Sylvias. Wird uns wahrscheinlich beim Endkampf sehr, sehr nützlich sein, schätze ich jedenfalls mal. Und ich hätte auch gesagt, ja, lasst uns doch mal runtergehen. Ich bin jetzt einfach mal hierher gegangen, weil ich dann wissen wollte, wo wir genau sind. Dann gehen wir mal runter. Hier durch, hier hoch. Hört sich zwar komisch an, aber wir müssen hier nach oben gehen. Das heißt, wir sind jetzt auf Level 4. Und da will ich nämlich auch noch was anderes probieren. So, wir gehen erstmal zu dem Steindings zurück. Zum Steinportal. Das liegt nämlich auf dem Weg. So, da müssten wir jetzt hinkommen. Genau. Und hier drüben, da an der Stelle hier, da habe ich mir ja was aufgeschrieben gehabt. Da war ja dieses, wie hieß das Ding? Ja, da war ja das Orakel des Wissens. Und da bin ich mal gespannt. Wir haben ja noch diesen Kugel der Macht. Ob diese Kugel der Macht, ob man damit dieses Ding hier aktivieren kann. Das wäre die einzigste Idee, die ich hätte, was wir damit machen könnten. Oder beim anderen Orakel, das war auch raten, aber da macht dieses Orakel mehr Sinn. Aha, Kugel der Macht aufgenommen, Kleriker Schriftrolle wurden heilen aufgenommen, Kugel der Macht aufgenommen. Ja. Und ist das jetzt hier... Kann man damit die Sachen identifizieren? Ah! Oh! Okay. Wir können das Ding tatsächlich uns anschauen. Dadurch, dass wir jetzt diese Kugel der Macht haben. Wenn wir die weglegen, geht es dann immer noch? Ja. Da wir das jetzt gemacht haben, können wir uns die Sachen anschauen. Was das alles bringt oder was das nicht bringt. Und ich dachte immer, das wäre so ein schönes, schönes Ding. Und was ist? Es ist eine verflucht wunderschöne Plattenrüstung minus 3. Das ist einfach nur eine Plattenrüstung. Auch nur eine Plattenrüstung. Das ist jetzt eine Bänderrüstung plus 3. Das macht sogar noch mehr Sinn. Da du weiter hinten stehst, dann kriegst du mal das hier und du kriegst das hier. Super, ich bin mit der ganzen Zeit mit einem Scheißding rumgerannt. Ja, das ist ja wirklich super. Dann schauen wir uns nach. Das ist Zepter des königlichen Macht. Die Schlüssel, das ist auch klar. Zwergenhelm ist nichts Besonderes. Also das ist was Besonderes. Ein Glücksteinmedaillon, hört sich gut an. Das ist nur ein normaler Armschutz. Heftiger plus 5, das hört sich sehr, sehr gut an. Das ist nur ein normales Schild. Dunkelelfstiefel. Das ist ein Ring plus 3 und das ist nur ein, einfach nur ein Ring, Schmuckring. Gut, was haben wir bei dir? Normales Zwergenhelm, das ist nur ein Schmuckdings, brauchen wir nicht, wir können ja auch nicht Sachen verkaufen. Was ist denn das? Stein plus 2. Dunkelelfstiefel, Plattenrüstung, Armschutz plus 3, okay, sehr gut. Ältesten Hellebarde plus 5, auch sehr gut. Das ist nur Schmuck. Das ist nur Schmuck. Der kann auch hier bleiben. So, bei dir. Das ist nur einfach nur ein Zwergenschild. Das Schild. Auch wieder ein Glücksteinmedaillon. Das hört sich eigentlich an, als ob das Glück gesteigert wird. Armschutz plus 2. Das ist ein normaler Bogen. Das ist ein Adamant-Langschwert plus 1. Sonst noch irgendwelche Waffen da gehabt? Nee, hat man nicht mehr. Ja, also plus 1 Waffe. Bei dir Schmetter plus 4. Also gar nicht mal so schlecht. Das da war plus 5, genau. Dann ist der hier auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ein Dunkelelfbogen. Natürlich die Rüstung, die müssen wir irgendwann mal austauschen. Das ist ein Stein plus 1. Helm. Federfall. Okay, dann heißt es mit dem Fall... Nehmen wir gar keine Dings. Schaden. Blitz.
Feuerball, Blitz, Stock. Stock kann wohl weg. Dolch, was ist das hier? Flicker plus 5 und Rückstecher plus Dings. Frost, Ring plus 2, das passt auch sehr gut. Und das hier ist ein Schmuckmedaillon. Weg mit. Und das ist nur noch Robo. So, Idria. Das war eine Keule plus 3. Das sind ganz normale Steine. Normale Lederstiefel. Eine normale Schleuder. Schmuck. Plattenrüstung. Ring, Schmuck. Und Federfall. Okay, beim Runterfallen kriegst also auch du keinen Schaden. Okay, dann haben wir das endlich mal ein bisschen ausgetauscht. Ah, das mit der Rüstung hier. Das ja mit dieser... Halt mal, wenn du mit der guten Waffe bist, dann tauschen wir lieber das mal so aus. Dann versuche ich lieber, dich hier nach vorne zu setzen. Dann machen wir auch so. Ich glaube, der Bogen ist besser. Dann versuchen wir, wenn irgendwas ist, lieber Kaiga nach vorne zu setzen. Und Dorum erst als zweite Wahl. Gut, alles klar. Sehr gut, endlich konnte man es mal identifizieren und habe festgestellt, dass ich die ganze Zeit mit einem verfluchten Ding rumrenne. Yay, ich liebe es ja. So. Dann geht's nach Level 7. Und ab da müssen wir dann den Ankh benutzen. Der war, glaube ich, auf der Seite. Genau. So, dann kommen wir wieder nach Level 10. Ein Glück können wir das jetzt auch die ganze Zeit identifizieren, egal wo wir sind. Das macht eigentlich auch ziemlich viel Sinn. Können wir doch, oder? Ja, können wir. Gut. Haben wir hier irgendwo noch ein Ding rumlegen? Ich glaube nicht. Aha. Ich weiß nicht mehr genau, wo dann andere gewesen ist. So, dann schauen wir mal. So, jetzt will ich auf jeden Fall nochmal zu diesen Schaltern gehen. Da habe ich mal nachgeschaut, wie das funktionieren soll. Und da soll man anscheinend eine Schriftrolle kriegen, der uns beim Endkampf ein bisschen hilft. Das heißt, wir gehen erstmal nochmal nach Norden. Ah, Mist. Wir müssen erstmal im Süden alles öffnen. Dann hier mal alles öffnen. Und dann im Norden alles öffnen. Mal sehen, ob das stimmt, was ich da gelesen habe. So. Es ist die erste Tür nach Süden. So. Und jetzt hieß es, wir sollen da eine Schriftrolle. Dann hätte ich vielleicht tatsächlich eher mal so eine von denen hier. Kritische Wunden, Schutz vom Bösen zum Beispiel. Eine soll man da reinlegen und dann soll man alle nach unten setzen, bis auf 2. Es sind 8 Schalter. Der soll nach unten, der zweite soll oben bleiben. Der soll nach unten, der soll nach unten, der soll nach unten, der soll nach unten, der soll oben bleiben und der soll nach unten. Und dann soll hier was Neues kommen. Ja. Aber irgendwie, einmal, der soll oben bleiben. Habe ich den aus Versehen runtergemacht? Ha, extra Aufgabe in diesem Level wahrscheinlich erfüllt. Okay, damit haben wir nämlich eine Schriftrolle gekriegt, die wir irgendwie anschauen können. Die größte Schwäche der gefürchtetsten Kreatur ist, dass sie, obwohl in Schatten sich versteckt und alles sieht, sich nicht unsichtbar machen kann. Und das ist jetzt, sollte es jetzt helfen? Also die größte Schwäche ist, dass es sich nicht unsichtbar machen kann? Hallo? Ah. Ja. Sie kann sie nicht unsichtbar machen, das ist ihre größte Schwäche. Also ich finde das irgendwie ein bisschen nutzlos, weil ihre größte Schwäche, das ist einfach nur, sie kann sich halt nicht unsichtbar machen und das war's.
So, wo müssen wir eigentlich jetzt genau hin? Ich glaube, wir mussten nach Süden, richtig? Ja, nach Süden mussten wir. So, Süden, dann hier lang. Hier lang. Durch den ersten Dinger hier durch. Und dann kommen wir hier zu dem Schloss und das müssten wir doch mit dem Dunkel-Elf-Schlüssel aufkriegen. Perfekt. Ha. Ja, so funktioniert es relativ gut, wenn wir einen großen Raum haben, sodass wir, sodass wir ausweichen können. Funktioniert es ziemlich gut. So, das heißt, wir haben hier einen Raum. Wir haben hier eine Steintor. Hoppla, das sollte vielleicht eher hierher kommen. So, und was haben wir denn da? Da haben wir diese Kugel. Das heißt, es geht von Level 11. Das war auch die, wo ich gesagt habe, das ist das einzige Tor, wo wir noch nicht wussten, wo es ist. Also, das ist jetzt das hier und das führt wahrscheinlich dann zu Level 12. Bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher. Und das ist der Ort zwischen 10 und 12. Also statt dass wir halt eine Treppe haben, haben wir das, sodass wir auch wieder runtergehen können. Und das sollte dann diese Kugel sein. So. Was uns dann immer noch fehlt, ist, Moment, ist dieses Teil. Das führt zu Level 7 zurück in den Hub. Und uns fehlt noch dieses Teil hier. Und das führt auch zu Level 7 in den Hub. Und da fehlen uns auch die Tore. Das heißt, die müssten wahrscheinlich dann, ich glaube, ich habe gesehen gehabt, es müssten eigentlich nur 12 Level geben in diesem Spiel. Und die zwei müssten also auch im letzten Level zu finden sein. Das ist sehr interessant. Wir gehen jetzt. Ja, ich hätte vielleicht erstmal nochmal speichern sollen. Egal. Wir gehen jetzt jedenfalls erstmal nach Level 12. Oi. Okay, so viel zu meinem Thema, zu meiner Idee, dass wir 10, also dass wir jetzt da 10, 11 und 12 genau gleich aussieht. Nein, es war diesmal tatsächlich nur 10 und 11 und 12 sieht dann doch wieder ein bisschen anders aus. Ja, jetzt weiß ich bloß nicht, wo wir hingeraten sind. So, Level 12 sind wir. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt genau sind, wo ich jetzt hier in den großen Ding hier das Ding reinmachen soll. Okay. Wir schauen mal. Also, es geht. Dann fangen wir einfach mal hier in der Mitte an. So. Hier haben wir dann den Dings hier. So. Ja, und es geht einfach einmal außenrum. Okay. Soweit, so gut. Dann haben wir wohl irgendwo Geheimtüren. Kann ich irgendetwas anklicken? Oder muss ich einfach irgendwo durchgehen? Aha. Hier im Westen haben wir auf jeden Fall eine Tür. Wow. Autsch. Das war jetzt dumm. Ach, das da ist dieses Licht. Ja. Das war einfach nur dumm. Kleine geheime Falle. Ja, ansonsten haben wir hier nichts anscheinend. Ja, ich sollte auf jeden Fall nochmal laden. Wann habe ich denn das zuletzt gespeichert? Mist. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Gar nicht, oder? Ach, da war ich noch hier. Okay. Also so, jetzt sehen wir das hier. Das geht nicht. Dann kriegst du das hier. Du kriegst diese bessere Rüstung. Der bleibt da. Ringschmuck. Glückstein, das bleibt auch da. Schmuckmedaillon bleibt hier. Schmuck bleibt hier. Schmuck bleibt hier.
Nahrung? Ring. Nahrung? Das habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Dann braucht er wahrscheinlich einfach weniger Nahrung oder gar keine Nahrung mehr. Auch nicht schlecht. Federfallen. Das war Schmuck. Das war Schmuck und das war Federfall und das war auch noch Schmuck. Ich glaube, so müsste es in Ordnung sein. Und wir haben gesagt, noch die Dinger ausgetauscht. Okay. Ach du Schande, hey. Ach du heilige Schande. Ich hätte da definitiv gleich speichern sollen. Aber ja, das eine habe ich halt tatsächlich nicht gesehen, dass da so eine Öffnung ist, die uns da so Probleme macht. Na gut. Zum Glück ist es der Weg nicht allzu weit. Zum Glück ist der Weg wirklich nicht allzu weit entfernt. So, das eine Ding müssen wir ja nicht mehr groß machen. Und wir mussten nach Süden, weil das den Hinweis, den weiß ich ja jetzt mittlerweile. Halt, wir mussten hier lang. Hier lang. Ach, den habe ich ganz vergessen. Mist. Ach, Mist, Mist, Mist. Also, gerade habe ich's. Gerade habe ich die echt Probleme hier. So. Also, du kriegst das hier. Du kriegst das hier, du kriegst wieder das hier. Ihr tauscht die Dinger aus. Ring plus 3, Schmuck war das. Glücksdings, genau, das war Schmuck. Das war Schmuck, das war auch Schmuck. Das war Nahrung, das war Schutz, das war Glück. Federfall, das war auch in Ordnung. Das war nur Schmuck. Das war nur Schmuck. Das war nur Schmuck. Und das war Federfall. Okay. Also auf ein neues. Und diesmal speichere ich ab, damit es definitiv keine Probleme gibt. Jemine, Jemine. Wie gesagt, ein Glück ist der Weg nicht ganz so weit weg. Sonst wird mich das jetzt doch etwas nerven. So. Ich tue mal meine Tastatur ein bisschen zur Seite. Ja, so. So müsste jetzt besser gehen. Badam, badam, Süden. Dann hier rein. So, und bevor ich das Ding jetzt aufmache, machen wir definitiv Speichern. So, dann öffnen. Dann komm mal raus, mein Guter. So, perfekt, das hat gut geklappt. Dann gehen wir durch dieses Ding durch und dann machen wir vielleicht noch die Geheimwand auf und danach spare ich mal dessen definitiv. Mal sehen, was wir da für Gegner haben in diesem Level hier. Osten, dann fopp. So, und jetzt definitiv mal speichern. So, was haben wir denn da alles? Dreht um, kein Durchgang. Aha. Wieder so ein Raum. Aber hier im Westen ist ein weiteres Ding. Ah, das ist eine Tür. Okay. Ihr wart gewarnt. Und da wieder die nächste Tür.
Ich frage mich, ob es da vielleicht auch irgendwie, dass das quasi zu einer Falle führt und wir müssten eigentlich durch einen Geheimgang gehen. Bevor wir da durchgehen, schauen wir uns alles nochmal an, ob wir da noch was finden. Aha. Also Moment, das war die letzte Wand. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall einen Weg nach oben. Moment. Ihr wart gewarnt, genau, da haben wir den Weg nach oben. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das da jetzt in den Raum führt, wo zig Gegner oder was weiß ich hätten. So, kein Durchgang. Aber da scheint es tatsächlich nicht weiter zu gehen. Okay, dann können wir auf jeden Fall da hochgehen. Dann gehe ich jetzt gar nicht durch die Tür durch. Das ist, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Problem sein könnte. So. Eins, so, drei, vier, fünf, sechs. Und da haben wir eine Tür. Die könnte wieder in so einen Raum da runterführen. Und da haben wir eine Tür. Aha. Ich bin jetzt einfach neugierig, was da unten ist. Lass uns einfach mal reingehen. Einfach mal speichern, reingehen, schauen, was ist. Mich interessieren jetzt auch die Gegner, die wir hier haben. Oder ob das tatsächlich eine Falle ist oder irgend sowas. Je nachdem könnte man den da auch einfach umgehen. Ja, die haben schon einiges, die sind schon ordentlich drauf. So. Aha. Und noch einer von denen. So, wir steigen nochmal das Ding auf. Und wie ich gesagt habe, das sind tausende von Gegnern. Ja, okay, sagen wir mal nicht tausende Gegner, aber viele, viele Gegner sind da zu finden. Und die könnte man wahrscheinlich einfach so umgehen, indem wir ja diesen Geheimgang gegangen wären. Aber dadurch wären wir auch keine Stufe aufgestiegen, muss man auch dazu sagen. Keine Munition schon. Dann machen wir das mal so. Oh, und ich glaube, das sollten wir auch machen. Ach, das kann ich. Das funktioniert ja jetzt gar nicht mehr. So, Zauber, bist du auch fertig? Okay. Und wenn wir jetzt hier durchgehen, dann müssten wir wieder zu unseren, genau, unseren Ort kommen, wo wir gewarnt worden sind. Und wir kriegen sogar einen Schlüssel. Von daher wäre das vielleicht gar nicht mal so unwichtig gewesen. Halt. Falsch. Du kommst wieder hierher. Du kommst mal wieder hierher. Wir gehen auch gleich ein bisschen ausruhen. Aber erstmal wieder eindeckend mit dem ganzen Zeug. Ah. Wie gesagt, Stufe aufgestiegen. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Schlüssel. Ah, die Tür hinter uns geht zu. Wegen Falle, bla bla bla. Auch klar. Moment mal, du gibst mal den Stein plus 1 an
dich. Und du hast noch den Stein plus 2 da. So. Erstmal liegen und so, dann hast du auch mehr Munition. 12, dann sind die anderen Pfeile alle dir. Sehr schön. Oh, und ich sehe gerade. Ich muss in die Pause gehen. Alles klar. Dann gehe ich noch. Nee, eine Sache mache ich jetzt noch ganz kurz. Das ist auf jeden Fall so ein Ding hier. Kurz vor der Tür geht es noch hier und hier weiter. Da waren wahrscheinlich Gegner drin gestanden. Und natürlich ist da eine Druckplatte noch drin. Dann haben wir hier so ein Ding und da die Tür. Alles klar. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus, meiner Meinung nach. Sieht wirklich schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.